Beim Schreiben einer VWR ist es wichtig, die Schreibfortschritte zu sichern, damit diese nicht verloren gehen, falls der Rechner kaputt gehen sollte. Dafür gibt es Datenspeicherdienste, die auch Cloud-Speicher genannt werden. Sie erlauben es, Dateien auf einen zentralen Datenspeicher abzulegen und für andere freizugeben. Der bekannteste Anbieter auf diesem Gebiet ist Google Drive. Hier werden 15 GB Speicherplatz angeboten. Mehr kann aber käuflich erworben werden. Hat man sich nun Google Drive heruntergeladen, findet man diesen Ordner vor. Nun können die verschiedensten Arten von Dateien hier abgelegt werden. Die Dateien wurden nun auf Google Drive hochgeladen und können auch über die Online-Version bearbeitet und genutzt werden. Sie lassen sich auch für andere freigeben. Dazu macht man einen Rechtsklick auf die gewünschte Datei, wählt Freigeben aus, gibt dann den Namen ein und schon kann die andere Person darauf zugreifen. Es lassen sich auch mit Apps von Google direkt in Google Drive Dokumente erstellen. Dazu macht man wieder einen Rechtsklick und wählt dann zum Beispiel Google Docs aus. Klickt man auf Freigeben, kann man das Dokument speichern und auch für andere Personen freigeben. Arbeiten mehrere Personen an einem Dokument, wird angezeigt, wer welche Änderungen vorgenommen hat und es lassen sich auch frühere Versionen des Dokuments wiederherstellen. Anmelden kann man sich bei Google Drive ganz einfach mit einem Google-Konto. Es gibt aber auch noch andere Dienste. Einer davon wäre Microsoft OneDrive. Hier hat man 5 GB Speicher zur Verfügung, kann sich aber käuflich mehr erwerben. Auch hier besteht die Möglichkeit, Dokumente freizugeben. Mit einem Microsoft-Konto kann man sich hier ganz einfach anmelden. Eine weitere Möglichkeit ist Dropbox. Hier besitzt man kostenfrei 2 GB Speicherplatz.